Schluss. Ich habe keine Ahnung, was ich da noch mache heute. Jetzt ist es 20 Minuten vor 3 mittags. Schauen wir mal, was es danach noch gibt. Ich weiß auch gar nicht, ich war schon Ewigkeiten nicht mehr hier. Ich weiß nicht, ob ich reinfahren kann. Ich draußen vor der Baustelle abladen. Sorry. Ob ich vor der Baustelle abladen muss. Das sieht man gleich. So, ich hab leer. Ich soll mal wieder nach Hause kommen. Nee, ich sattel dann um. Ich bring meinen Vierachser drauf. Sorry, aber jetzt muss ich fahre jetzt rückwärts raus auf die Straße. Jetzt muss ich ein bisschen Radau machen hier. Ich mach mal Sperre rein. Die Lenksperre. Seltsam, ne? In dem Spiegel sieht die
die Straßenlaterne total schief aus und in dem hier völlig gerade. Ja, gut. Vielleicht liegt es auch an meiner Perspektive. Da oben kommt ein Auto. Zwei. Umgesattelt. Ich habe gar nicht mehr dran gedacht. Ich habe den Tieflader, als ich vor anderthalb Wochen circa den Cut, den 336, nach Weiderstadt gefahren hatte, da habe ich dann, von dort habe ich den 29 Gummiketten, 29 Kompakt, den habe ich mit zurückgenommen. Und danach habe ich den Tieflader, habe den Bagger abgeladen morgens und habe dann umgesattelt. Und habe den Tieflader nicht sauber gemacht. Da ist jetzt immer noch der ganze schwarze Dreck drauf und der ist jetzt betonhart. Also ich habe jetzt noch ein bisschen Arbeit, um den wieder sauber zu kriegen. Schauen wir mal. Vielleicht geht es auch einfach ab, wenn ich mit dem Besen drüber kratze. Schabe. Ladefläche ein bisschen sauber. Ja. War echt richtig schwarzer betonhart. Das ist pervers angehört, oder? Ein betonharter schwarzer. Sorry. So war das gar nicht gemeint. Der Dreck auf meinem Tieflader, der war halt schwarz und betonhart. Mensch. Naja, bis morgen früh. Wunderschönen guten Morgen. Donnerstagmorgen, 20 nach 6. Ich habe wieder umgesattelt. Geht ja schnell. Also morgen erst rüber nach Weidenthal. Dort steht ein 29. Ein R29 CO, was auch immer das heißt. CO. Der muss umgesetzt werden. Fußweg ist es einen Meter. Ach, eine Minute, sorry. Ja, 29. CO heißt wahrscheinlich kompakt, ne? Gehe ich mal aus davon. Ich gehe mal davon aus, der hat Gummiketten. Wie gesagt, eine Minute Fußweg. Von da, wo der Bagger steht, bis dahin, wo der Bagger hin soll.
vorne jetzt links, das ist die Straße, wo ich mit dem Bagger rein muss. Da ist die Firma Lund. Okay. Da ist die Firma Loop, da ist ja niemand da. Niemand da. Eisenkehlstraße, ja, der Bagger steht doch schon hier. Hier ist normal die Lkw-Durchfahrt Richtung Neustadt gesperrt. Guck, jetzt geht es hier irgendwo vorne, wird es eng und dann geht es rechts ab. Richtung, ich glaube, Johanneskreuz oder so war das. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Schon mal früher gab es ja diese alten Stromverteiler Mastentürme halt. Heute sind das so kleine eckige Kisten und früher waren das halt so richtige Türme. Da stand einer, ich meine, der stand hier, ne? Irgendwo hier auf dem Eck war der. So. Also stimmt also dann Ladeadresse und Zieladresse stimmen dann nicht überein, weil Ladeadresse war da, wo ich eben stand und Zieladresse war die Querstraße, die ich gesagt hatte vorhin, wo ich zuerst reinfahren wollte. Gott sei Dank lässt sich das hier alles noch eigentlich sehr gut fahren. Ist zwar ein bisschen enger, aber alles noch im Rahmen.
der wäre mit demselben Fahrzeug angeliefert worden. Jetzt schaltet er nicht. Ich könnte nachwerden. Bleibt einfach stehen. Die Fahrzeugrahmen, die sind so steif. Ja, wenn so eine kleine Kuppe kommt, ist fertig. Also ich muss auch ehrlich gestehen, hier war ich noch nie in meinem Leben. Never, ever. Never war ich hier oben. Ich wusste gar nicht, dass der so groß ist hier oben. So, jetzt wahrscheinlich links hoch. Ah, da steht ja der Bagger. Okay, das ist ja gut. Hier könnte ich sogar drehen, ne? Könnte ich sogar drehen. Wollte ich hier eigentlich rückwärts hochschieben, ne? Jetzt habe ich gerade gesehen, der Baum hier vorne wird mir im Weg sein. Der wird mir im Weg sein, denke ich. Ich versuche es. Ich muss rückwärts hoch, fahre dann hier links rein. Sollte normalerweise passen. Wie gesagt, der Baum hier, ich gucke, dass ich mit der Zugmaschine vorbeikomme. Das wird nicht ganz klappen, denke ich. Reinfahren müsste gehen. Reinfahren dürfte kein Problem sein. Steht ein Schild.
So, hier hänge ich jetzt ab. Richtig gut, ne? Bis jetzt lief es ja richtig gut hier. Gucken, ob es genauso gut rausläuft.
rückwärts reinkommen. Mal gucken, ob ich da rückwärts reinkomme. Weil die Straße geht jetzt so vor. Du musst doch hier rein, oder? Ja! Lass doch auf dich! Ja, gut! Die lass ich mal durch, okay? Ja, alles gut! Okay. Wollt doch hier abmachen, oder nicht? Hab ich das falsch verstanden? Ja, hat er. Ich stehe direkt unter der Brücke. Den Bagger auch hier seitlich runtergefahren. Werkzeug geladen, Hammer, Pulverisierer und Sortiergreifer, eben für den 938, der wird irgendwann im Laufe des Tages fertig. Aber ich fahre jetzt schon mal das Werkzeug hinter, denn steht ja ein Bagger da. Ein Bagger in Otterbach an dem Aldi-Markt. Geht davon aus, wenn ich leer habe, dass ich dann herkomme, dann wieder um. Hab
jetzt immer noch den Dreiachser aufgesattelt, hängt dann den Vierachser drauf und dann vermute ich, dass ich nach Ingelheim fahre, den Baggerladen. Ja, es ist sehr schweißtreibend. Ich bin in Oderbach schon leer. Ich fahre jetzt hier gleich zu dem in das Sandsteinwerk. Scheint, als würde das hier auch noch mal bald fertig werden. Ne? Ich glaube es gar nicht. Okay. Dauert noch. Dauert noch, da ist noch ein Stück alte Straße drin. Ah, okay. Ja, gut. Ich lade den Bagger. Mein Kollege will den Hanobag, den Radlader laden. So, bin ich hier gleich links. Dass heute Blitzertag ist. Ich glaube, heute ist Blitzertag. Blitzermarathon, irgendwas. Weil bei uns hin, wenn ich bei uns runtergefahren komme und dann stehen da auch jede Menge Polizisten. Oh, der Bagger,